Sein halbes Leben lang war Fabian Wegmann Radprofi. Jetzt ist er 36 Jahre alt und war 15 Jahre lang als Berufsfahrer unterwegs. Aber jetzt ist Schluss. Er hat umgesattelt von dem Rennrad, wechselt er auf die Holland-Leze. Vom Profi wird er zum Privatmann und wir wollen mal hören, wie es ihm so geht und was er so vorhat. Fabian Wegmann, jetzt ist Schluss. Warum eigentlich? Ja, ich habe jetzt gemerkt, so mit 36 so langsam konnte ich nicht mehr an meine Höchstleistung anknüpfen und ich habe zwei kleine Kinder zu Hause, eine nette Familie und bin lieber jetzt noch mal ein bisschen mehr zu Hause. 15 Jahre auf dem Rad heißt um die 600, 700.000 Kilometer auf dem Rad gefahren. Kommt man fast schon, glaube ich, bis zum Mond. Ich bin mir ganz sicher, ich glaube sogar hin und zurück. Was ist unvergesslich aus dieser Zeit? Ja, ich habe wirklich viele, viele schöne Momente erlebt. Also ich habe gerade den Giro d'Italia damals, das Bergtrikot, Lombardei-Rundfahrt, den dritten Platz damals oder meine drei deutschen Meistertitel. Da gibt es viele schöne Momente und auch viele Momente, wo ich wirklich gelitten habe. Also es waren immer so ein Auf und Ab, wie das halt in so einem Sportlerleben ist, aber ich will davon nichts missen. Gab es denn die ganz großen Siege, auf die Sie besonders stolz sind? Also sicherlich der erste deutsche Meistertitel, der war ganz, ganz groß und wie gesagt, der Sieg des Bergtrikots beim Giro d'Italia. Eigentlich alle Siege, Polen-Rundfahrt, der Sieg, das waren alles Siege, die mir wirklich, wirklich was bedeutet haben. Also, aber auch wo ich wirklich lange drauf gewartet habe und was dann auch zweimal geklappt hat, am Henninger Turm bzw. in Frankfurt das Rennen. Da habe ich meine Radsportkarriere quasi als 13-Jähriger irgendwie begonnen. Da bin ich jedes Jahr gefahren und habe es als Schüler, Junior, Amateur nie geschafft, da zu gewinnen. Und dann habe ich halt Profi geschafft und damit habe ich mir einen Traum verwirklicht. Gibt es Sachen, die Sie am liebsten vergessen würden oder Stürze, Verletzungen, negative Erlebnisse? Ja, ich glaube, jeden Sturz ist sowas zum Vergessen, das muss man auch irgendwie verdrängen. Ich 2008 bei der Tour de France bin ich am drittletzten Tag aus dem Zeitlimit geflogen, weil ich krank war, war ein paar Mal gestürzt und mir ging es körperlich nicht mehr gut. Und das war wirklich so ein Tiefpunkt, wo ich wirklich nicht nur psychisch, sondern auch physisch irgendwie völlig am Limit war und solche Sachen. Oder auch der Sturz beim Giro d'Italia, wo ich mir die Ischokoralmuskulatur abgerissen habe. Das sind Sachen, die braucht man nicht nochmal. Was kommt jetzt? Jetzt sind Sie Privatmann. Man bereitet sich eigentlich nicht so auf das Leben danach vor. Was ist so der Plan? Was kann Fabian Wegmann jetzt so im normalen Leben, als normaler Mensch, als normaler Arbeiter so auf die Beine stellen? Ja, also ich werde auf jeden Fall in dem Sport bleiben. Ich lasse mir jetzt so ein bisschen Ruhe, so ein bisschen Zeit. Ich habe viele Gespräche führe ich gerade. Ich habe drei wirklich konkrete Ideen schon, an denen ich arbeite. Aber wie gesagt, also das nächste Jahr, ich will die Familie jetzt so ein bisschen genießen und lasse mir da so ein bisschen Zeit. Was sind das so für Ideen, diese drei, die Sie da haben? Ja, auf jeden Fall. Es ist noch nicht spruchreif, aber es wird mit dem Radfahren zu tun haben, mit Teams und Veranstaltungen. Wenn man über Radsport spricht, in den letzten 10, 15 Jahren, dann spricht man auch über Doping. Wie bewerten Sie diese Entwicklung in Sachen Doping, Dopingkampf im Radsport von Anfang Ihrer Karriere 2000 bis heute? Ja, ich habe natürlich irgendwie alles mitgemacht, habe viel erlebt da und die Höhen und Tiefen des Radsports und dieses Sumpfes. Aber ich kann nur sagen, dass der Radsport wirklich daraus gelernt hat. Und die letzten Jahre waren sehr, sehr hart für den Sport und er hat sehr darunter gelitten. Aber er hat es verstanden. Er hat mit das beste Anti-Doping-Programm, was es auf der Welt gibt, mit dem Blutpass, den wir haben, mit den ganzen Kontrollen, die wir haben. Also ich glaube, da kann sich jeder andere Sport jetzt eine Scheibe von abschneiden. Das Image ist natürlich immer noch geschädigt, aber das ist so. Das kann man jetzt auch nicht mehr ändern. Man kann jetzt nur nach vorne schauen und aus den Fehlern lernen. Ich könnte jetzt böse sein und sagen, Sie haben gerade gesagt, als erstes, ich habe alles mitgemacht. Aber die Frage ist natürlich, und das ist auch die letzte, das ist der Journalist, die letzte Frage ist natürlich, haben Sie jemals gedopt? Jetzt wäre der Zeitpunkt, zu sagen, ich habe es getan, tut mir leid. Habe ich nicht, nein. Das wäre auch, ich könnte glaube ich nicht mehr in den Spiegel schauen, ich könnte meiner Familie nicht mehr in die Augen schauen. Ich habe den Sport
Ja, wie gesagt, also zum Beispiel so ein dritter Platz bei der Lombardei-Rundfahrt, das ist für mich auch mit das Größte. Es ist kein Sieg, aber das war für mich mit das Größte, was ich so erreicht habe in meiner sportlichen Karriere. Das ist ja vielleicht für einen Journalisten nichts, weil er ist ja nur Dritter geworden, hat nicht gewonnen, aber für mich war auch eine gute Platzierung immer viel wert. Und klar wollte ich gewinnen, aber nicht um jeden Preis. Sie haben zwei Kinder, eine kleine Tochter und ein bisschen größeren Sohn, den Otto. Tritt der Otto irgendwann mal in die Fußstapfen des Vaters? Hat er was drauf auf zwei Rädern? Nein, ich werde ihn dazu nicht zwingen. Aber er ist definitiv, ihm macht das Spaß, klar. Ich meine, wir fahren jeden Morgen zum Kindergarten und zurück. Und haben auch ein paar kleine Rampen schon mal aufgebaut. Ich meine, er sieht, dass ich jeden Tag mit dem Rad losfahre. Und dann will der Kleine natürlich nacheifern. Aber ich werde ihn zu nicht zwingen. Fußball ist auch eine schöne Sportart, oder? Für mich ja, für Radsportler weniger, aber ich wünsche Ihnen alles Gute im weiteren Leben, dass Sie einen Einstieg finden ins normale Leben. Sie wohnen in Münster, Radfahren ist hier Pflicht. Genau, also da werde ich überhaupt nicht drum rumkommen und es wird auch immer ein Bestandteil meines Lebens bleiben. Also ich habe das nicht nur gemacht, Radfahren, weil ich damit irgendwie meinen Beruf ausüben konnte, weil ich damit Geld verdienen konnte, sondern weil es mir Spaß macht und das macht es mir auch immer noch. So, dann viel Glück und alles Gute. Vielen Dank.